wo ich das Windrad hier gerade sehe, da wurde richtig angemerkt, dass die Gebiete hier frei sein müssen. Das heißt, auf keinen Fall Gestein. Das wird hier alles nicht zählen. Und bei den Dingern bin ich mir nicht ganz sicher, ob die woanders stehen dürfen. Aber ich kann das ja mal testen, indem ich das jetzt abreiße. Oh, ich schlafe mal. Ich muss doch hier testen. Ich muss wach werden. Nein, ich sollte die nicht wecken. Ist schon okay. Aber das sollte dementsprechend aufbauen, dass die irgendwo anders stehen. Leider kann ich die nicht abreißen und neu aufbauen. Ich muss sie komplett abreißen und komplett neu aufbauen. Wobei, glaube ich, Ressourcen verloren gehen? Bin mir gar nicht so sicher. Also du hast schon mal guten Output, obwohl da so ein Solar Panel ist. Reiß sie trotzdem ab. Ihr wollt lieber jagen gehen. Na gut. Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass einer von euch hierher kommt, damit ich vergleichen kann, wie der Output ist von den Dingern. Graue Höhle, Leute. Oh, warte mal. Ihr habt allerdings keinen Händel dabei. Ja, okay. Angie? Was machst du da? Du jagst einen Kasaur. Wow. Das war sehr professionell. 4 Schüsse, 4 Treffer. Kann liefer den bitte ab und dann kein Wildschwein jagen. Nein, sondern reiß mal bitte das da ab und guck, ob das dann plötzlich Strom produziert. Nö. Blockiert durch Marmor. Ah! Es produziert gar keinen Strom, sobald ein einziger Gegenstand da ist. Das ist krass. Ja, abreißen. Und bei dir? Ja, bei dir bin ich mir jetzt ganz sicher. Es ist keine Fehlermeldung hier drin. Besucher? Clown vom Wald. Ja, stimmt. Hallo Clown vom Wald. Komm ruhig näher ran. Ich muss mal hier ein bisschen umbauen. Bau eine Kopie. Puh, da ist mein kleiner Eichenwald. Ne, jetzt wo das hier abgerissen wird, können die jetzt hier wieder hin, richtig? Du müsstest neu installiert werden, da hinten irgendwo. Du wirst doch nicht abgerissen. Wo kommen die Klaune? Clowns? Clowns, oder? Der Clown, die Clowns. Steven ist nicht mehr unser Sozialmensch. Das ist jetzt Anna. Anna? Hör auf mit... Oh ne, das solltest du machen. Die Mahlzeit kurz bringen. Könntest auch ruhig ein bisschen rekrutieren, aber hast du anscheinend keinen Bock drauf. So, handel mit Lilith. Lass dich nicht aufessen. So, was haben wir da? Ich sehe Waffen. Eine normale Pistole kann weg. Schäbige Stoffhosen, schlechte Faultierhosen. Übel, schäbig. Schäbig, schäbig, schlecht. Und ihr verkauft gar nichts? Langbogen, Drogen, ein ganz bisschen Medizin und ein paar Bauteile. Ja, gib mir die Bauteile, weil man die halt nicht ankaufen kann sonst. Das heißt, wir sind jetzt im Plus und wir kriegen ein bisschen Medizin und Bauteile. Verkauf die normalen Sachen auch nochmal. Ich hätte gerne ein bisschen Kohle. Annehmen. Danke. Ein Wildschwein rächt sich. Also das ist nur, wenn die angegriffen werden und dann zurückbeißen. Aber da sollte nichts passieren. An wessen Wildschwein wird denn gerecht? Ah, ist schon tot.
Warum trägst du das Eisen weg, wenn wir direkt daneben das gleich wieder bauen wollen? Also ein komischer Hauler. Und was ist mit dir jetzt schon wieder los? Bedürfnis. Du bist Pessimist, du bist in Gefangenschaft, du hast leichte Schmerzen und du hast keinen Tisch. Ja, das ist jetzt ab sofort kein Gefängnis mehr. Das heißt, jetzt müsste eigentlich Angie kommen und dich ausziehen. Nein, nicht ausziehen. Ich will sie darüber transportieren. Gucken wir mal, wie das weiterläuft. Also im allerschlimmsten Notfall. Du hast kein Bett, hm? Ups. Im allergrößten Notfall wird sie halt befreit. Ich meine, wir haben jetzt schon 5 Leute, die einigermaßen gut zusammenarbeiten. Komm. Öffnen wir jetzt die Tür? Wie mache ich das? Du, Gefängnis. Freilassen, Exekution, Freundschaft ist geschehen. Nee. Ich mach die Tür mal auf. Du. Hier. Schaut den Wolken zu. Nein, du. Geht etwas spazieren. Wie kann ich dich dazu bringen, rüber zu gehen? Du bist als Gefängnis deklariert, ja, bist du. Na, dann halt nicht. Okay, ignoriere sie einfach. Genau, schön frühstücken, Klamotten wiederherstellen und das ganze Zeug hier aufbauen. Essen. Oh, 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 oh. Eskortiert den Gefangenen teil. Das heißt, er muss einfach nur warten, bis der Aufseher mal Zeit hat. So, und jetzt hat sie ein schön großes Zimmer mit Tischen und Stühlen und Pflanzen und allem anderen auch. Und wird dann hoffentlich auch leichter zu rekrutieren sein. Dann hört wieder das Geballer. Was ich jetzt aber primär nur mache wegen dem Skill Gain, weil... Fleisch... Nee. Ich würde sagen, Fleisch haben wir genug, aber das stimmt gar nicht. Bei den üppigen Mahlzeiten wird richtig viel davon verbraucht und das auch ziemlich flott. Jetzt, wo wir eine ordentliche Küche haben. Ja, 12 Punkte schon. So, du bist denn jetzt ab sofort für Coffee da. Und wir brauchen mehr Schlafzimmer. Architekt, Befehle, abbauen. Das da jetzt nicht unbedingt. Aber einfach mal hier in die Richtung schon mal weiter. Bling. Wenn jemand Zeit hat, daran weiterarbeiten bitte. Ja, 10% Chance nur. Das dauert wohl eine Weile, bis sie sich daran gewöhnt hat, in einem besseren Zimmer zu sein. Jetzt ein ordentliches Essen auf dem Tisch zu essen. Weil die letzte Mahlzeit hatte sie noch hier beim Bett irgendwie so. Werde ich weiter beobachten müssen. So, keiner arbeitet hier dran, weil Angie lieber Schmiedearbeit macht vermutlich. Die ganzen Einschmelzsachen. Momentan klopft sie. Und das obwohl... Bauarbeiter auf 3 ist. Das heißt, es fehlt was, richtig? Ja, verbleibende Arbeit. Kurios, kurios. Kopie bauen. Dahin. Ein bisschen vorbereiten. Damit Angie noch mehr zu tun hat. Und ich meckern kann, dass sie ihre Arbeit nicht macht. Achso, es wurde vorgeschlagen, wenn ich überall die Häkchen rausmache.
dass man dann mehr sehen kann, was Positionierung angeht, aber das stimmt nicht. Oh, 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 ja, ja, ich mach die hier wieder an, warte. Das nicht, das nicht. So. Also, wir haben Tail endlich bekommen. Tail. Arbeit. 1, 1, 1. Du bist Artist. Das heißt, du bist für Kunst, Handwerk und Medizin ab sofort zuständig. Und für Tiere. Kunst, Handwerk, Medizin, Tiere. Kunst, Handwerk, Medizin, Tiere. Das heißt, du bekommst auch Arzt, Künstler, Handwerk und Tierpfleger. Gut, du darfst allerdings auch im Notfall Forstwirt machen und Landwirt pumpen helfen beim, ne, Ernte reinholen und Aufseher auf keinen Fall, du hast 0 Punkte. Schick. Zuweisung, Klamotten kriegst du Worker. Und damit hätten wir jetzt 6 Mann. Das heißt, die Pest kann jetzt wieder kommen. Weil 6 Mann war letztes Mal in der ersten Kolonie. Ne, es war schon die zweite, ne? Ja, stimmt. In der zweiten Kolonie war es, glaube ich, der Punkt, wo es dann schlimm wurde. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Und Tail hat kein Bett. Ja, wir arbeiten dran. Du kannst so lange kuscheln. Krankenbetten sind fertig. Okay. Dann hätte ich gerne als nächstes. Das macht Mechanik. Hier können Schusswaffen und andere Maschinen hergestellt werden. Nice. Das wird erforscht. Und bist du gut? Du bist exzellent. Installieren exzellentes Bett. Hier? Sind nur 2 Felder frei. Warte, abbrechen. Exzellent. Installieren 2 Felder frei. Dahin. Dann kann Tail wenigstens schon drin schlafen, auch wenn es nicht wirklich als Raum gilt und das dann auch ein paar Negativeffekte hat, aber es ist schon mal besser als gar nichts. Gibt es auch noch mal Licht. Pi-Bauen. Lichter kam jetzt hier unten hin. Auch wenn das in anderen Räumen noch nicht ganz angekommen ist, die Info. Du, Bett, Tail. Coffee hat das einzelne. Warum haben alle anderen Doppelbetten und ich nicht? Ja, das werden wir irgendwann ändern, aber nicht jetzt. Jetzt gibt es erstmal Wichtiges zu tun, wie zum Beispiel hier die Wände ordentlich zu machen. Dich nehme ich erstmal weg, nur für den Fall, dass die eine Mauer zuerst gebaut wird und dann wir das Ganze auseinanderfrüseln müssen. Kopie dahin. Sieht ein bisschen eng aus. Ja, und ist es auch. Deswegen erweitern wir das hier oben ja theoretisch später auch noch. Aber Hauptsache erstmal einen Raum haben für alle. Und dann auch noch Backup-Räume zu haben, falls wir noch mehr Rekruten bekommen und dann noch mehr Gefängnisse haben, weil mehrere Gefängnisse in einem Raum, mehrere Gefangene in einem Gefängnis, sorgt dafür, dass die auch schlecht drauf sind. Das habe ich nicht bedacht bei den 2 Betten hier. Achso, ein Stromgab. Oh, die Stromkabel nicht anklicken. Alles muss man selber machen hier. So, das könnte schon reichen. Und kommst mir so vor, das ist trotzdem hier drin recht dunkel. Obwohl jeder Raum mindestens ein Licht hat, wenn nicht sogar 2. Braucht ein helleres Licht. Kann man helleres Licht erforschen? Bestimmt. Farbige Beleuchtung. Wenn man blaues oder rotes Licht nimmt, dann wird es nicht wirklich heller sein. Es ist dann nur bunt. Bin ich jetzt irgendwie nicht so der Fan von. Können wir nicht einen Flug... die Sonnenlichtlampen, die könnten eine höhere Reichweite haben. Aber wir brauchen auch richtig viel Strom und sind eigentlich eher dafür gedacht, dass man Pflanzen indoor anbaut und nicht... Ne? Wenn es heller ist,
Wahrscheinlich einfach nur mehr. Tail, du könntest dir mal eine Waffe schnappen. Tail. Shotgun. Coffee hat das, Kessel hat keins. Wollen wir aus Tail dann auch einen Soldier machen? Also wir haben noch keine weitere Kampfausrüstung, aber ich denke mal schon, oder? Na, warte ich ab. Erstmal abwarten, bis wir noch eine Rüstung bekommen. Und Angie, egal was du gerade machst, reiß das Ding bitte endlich ab. Stopp. Das da aufbauen. Danke. Und da noch eins hinbauen. Und sich schon ein Wildschwein jagen. Ja, gut, dann mach das halt. Währenddessen werden die anderen Sachen hier vorbereitet. Oh, jemand ist grumpig. Warum bist du grumpig, Tail? Ja, du bist gerade eben erst rekrutiert worden. Und du hast auch noch nicht deine Arbeitszeiten bekommen. So, und da es gerade eine recht stressige Zeit ist für dich, kriegst du nochmal eine Mittagspause dazu. Obendrauf quasi. Und was haben wir sonst so? Lagerkoller. Den geh raus. Freiraum. Aber es geht halt runter die Stimmung, weil durchgehend im Kampfmodus. Aber wenigstens ein bisschen Freiraum. Wie wär's, wenn du jagen gehst, ha? Huh? Arbeit. Jäger. Tail. Wo ist sie? Schon flitzt sie raus, okay. Wie gesagt, ich brauche. Na, ich kann es schon gebrauchen. Aber so ist sie, wie gesagt, draußen und das sollte für ihre Stimmung besser sein. Nahrungsmittelvergiftung bei einer üppigen Mahlzeit. Wer hat da reingefuscht? Anna soll das eigentlich alles perfekt regeln. Klamotten werden auch wieder hergestellt zum Verkaufen. Das ist super. Keiner kümmert sich um die Felder. Das ist jetzt suboptimal. Aber liegt an der Jägergeschichte. Mach das mal auf 3. Bei Landwirt. Kann überall mal auf 3 gesetzt werden. Ist irgendjemand richtig gut da drin? 4. 10. Du machst mal auf 2. Du auf 7. Und dann schauen wir, wie es am nächsten Tag aussieht. Wobei ein gewisser jemand sich primär hierum kümmern sollte, dass Tail auch in einem ordentlichen Zimmer schläft. Genau, Angie, du. Fühlst dich richtig angesprochen, hm? Ruht sich mit anderen aus? Schnickschnack. Wobei, wenn du da jetzt arbeitest, dann kommt wieder Mecker, Mecker, Mecker. Ich wurde mal im Schlaf gestört. Oh, jetzt ist er wach. Okay, Hinder. Bauen. Spielt Hufeisen werfen. Irgendwie ist sie nicht mehr wirklich motiviert zu bauen. Bergarbeiter, Mechaniker, Bauarbeiter. Angie, hier, mach das mal hoch auf 2. Oh, es wird Essen angepflanzt. Nice. Und Angie arbeitet endlich. Go, go, Angie. Für 5 Minuten, dann ist sie. Das war also die Frühstückspause. Jetzt ist sie gut dabei. Haben sogar Licht bei der Arbeit. Die können alle mal nach unten gesetzt werden. Ja, und da kannst du jetzt außen rumlaufen. Oh, kannst du sogar schräg bauen. Ja, perfekt. Ta-ta-ta-ta! Ein Miniraum für Dale. Mit
Mini-Blumentöpfen. Und noch keimgeschliffenen Boden. Das kommt als nächstes. Gut. Hier fehlt auch noch ein Stück.